Felix jetzt hier versuchen, erfolgreich unter die Haube zu bringen, konzentrieren wir uns hier vorne auf den Oliver Görike. Der ist an der Reihe und der hat zwei Modelle mitgebracht. Eine H105 Modell in die Luft an einem langen Seil. Nein, er kniet sich erstmal elegant hin und fädelt ein. Oh, das ist eine Haltung. Schöner wird sie auch Achim nicht hinbekommen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Letzte Checks. Was liegt daneben dran? Nicht links neben dran, das ist der Ralf Neuss, den wird er nicht hochziehen können, das ist unser Fotograf. Dürfte für die Bell etwas schwer werden. Lackierung übrigens von R. Zermatt, liegt also so auch in der Schweiz. Hat den Lastwagen oben dran. Also, da kommt was dran. Ist er. Und jetzt erklärt sich das, wozu der Helikopter auch im Original eingesetzt wird. Schau mal, da hängt eine Puppe dran. Und das ist also der Retter. Und das, was dann quer liegt, das ist der Verletzte. Also hier bekommen wir vorgeführt vom Oliver. Wunderschön, wie denn so ein Verletzter. Jetzt kommt der Greifvogel hinterher. Der denkt, hey, da hängt meine Beute. Nee, er dreht Gott sei Dank wieder ab. Also so ist es ja nun auch in Wirklichkeit. Also R. Zermatt war hier das Stichwort. Die Bell 429 wird dort eingesetzt als Rettungshelikopter in den Bergen. Und wenn eine Person aus bergigen Regionen, da kommt er wieder. Ein bisschen interessiert er sich schon. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird die verletzte Person in den Helikopter hineingezogen, das wäre die Möglichkeit A, oder sie wird mit einem Betreuer, jetzt sieht man es wunderbar, an einer Position geflogen, wo sie dann am Boden betreut werden kann. Jetzt haben wir das Seil ausgefüllt. Also ach, das kommt ja. Da kriegst du mal eine tolle Vorführung, habe ich so jetzt in der Art auch nicht gesehen. Komm, kriegst du von mir mal einen Applaus hier. Wo bin ich hier? Jawoll, ja. Bisschen was noch zum Modell. 1,56 Meter Rotorkreis. Ich schätze mal, hat er mir nicht draufgeschrieben, aber wird auch so um die 7-8 Kilo wiegen. Auch hier vom Oliver. Auch innen drin, nicht nur außen, sondern auch innen drin, sprich das Cockpit und die Sitze, alles das, was drin ist, original getreu und Vorbild ausgebaut. Lohnt sich mit Sicherheit nachher auch mal vorbeizugehen und da in den Helikopter einen Blick reinzulaufen. Wird auch übrigens die Bell 429 in Deutschland eingesetzt, also der Bundespolizeibereich bringt einige Muster dieses Typs. Und da ist er wieder heil am Boden angekommen bei seiner verletzten geretteten Person. Tolle Vorführung, Oliver Görike. Schau nochmal nach hinten, wie schaut's aus? Ist der Jürgen da hinten ordentlich ausgelastet? Wir bieten ja noch bis 16 Uhr, 16.15 Uhr, 16.30 Uhr, je nachdem,
Schulungs- und Schnupperflüge an. Hier, das ist ein Novum bei den Niederrhein Helidays. Das haben wir uns überlegt. Hier zum 10. Mal sind wir hier in diesem Jahr als kleine Jubiläumsgag. Und ich denke mal, so wie das